Hallo, was geht ab, Leute? Ich bin Borossa von Pixel Beef und wir machen heute ein Aufpimpen eines Pegasus Destroyers von Rosefall. Ich nenne das Ganze dann Beefed Up. So quasi fetter gemacht, krasser gemacht. Und weil der Name halt so schön zu dem Channel passt, Beefed Up also. Das wird der Name dieser Folge sein, dieses Gerät sein und allgemein des Formats, was ich hier plane. Ich werde weitere Bots natürlich auf diese Weise dann begutachten, reviewen und dann verbessern. Aber erstmal mache ich mal eine ganz normale Runde mit diesem Pegasus-Bot. Also meine Probleme mit dem Bot sind erstmal, dass es nicht die maximale CPU ausnutzt, die man haben kann. Dadurch kann man also noch eine ganze Menge rausholen. Ich denke, sehr viele sind inzwischen Level 100 und das sollte eigentlich drin sein. Dann ist es, dass er noch ein bisschen wackelig ist und auch noch dazu neigen kann, umzukippen. Das können wir verbessern, indem wir unten einfach schwerer bauen, oben leichter bauen. Und was habe ich noch? Kein Triforcing, der Sitz ist nicht Triforce, die Waffen sind nicht Triforce. TX-Steine wurden noch gar nicht verwendet, das gab es damals vielleicht noch gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Was gut ist natürlich, dass er sehr schnell ist. Ich muss natürlich nichts dazu sagen, dass er sehr schnell mobil ist und sich sehr gut drehen kann, etc. pp. Ich fokussiere erstmal die Sachen, die mir einfallen, die man verbessern kann. Wenn ich den insgesamt schlecht finden würde, würde ich den gar nicht erst versuchen. Gar nicht erst spielen, diesen Bot. Darum, wenn ich dann irgendwie sage, das und das und das und das kann besser gemacht werden, heißt das nicht, dass ich den Bot schlecht finde. Aber ich habe jetzt keine Zeit, komplett alles Wunderbare über diesen Bot zu erzählen, sondern fokussiere darauf, was ich mit diesem Bot jetzt vorhabe. Jeder weiß, was die Vorzüge sind. Erstmal natürlich der Look. Es ist wunderbar, das Ding. Das Ding ist eine Pfeilspitze des Todes. Hier flanken meine Gegner. Das kann man mit meinem Tank besonders schlecht machen. Der ist langsam, der hier ist schnell. Ah, er erwartet mich schon. Und er ist ein Plasma, ist also ein Vorteil. Da geht auch schon meine Spitze verloren. Schieß noch einmal und dann ziehe ich mich ein bisschen zurück. Und wieder drauf. Und wieder zurückziehen. Man sollte als Plasma nicht unbedingt einen Gegner tanken. Vor allem nicht einen gegnerischen SMG, sondern eher gucken, dass man sich immer wieder zurückzieht. So, der hatte einen Fehler im Triforcing oder kein Triforcing. Deswegen wurde er zum One-Hit. Den hier hole ich mal vom Himmel. Ja, noch ist er da. Gucken, ob wir es jetzt kriegen. Gut gebaut. Das ist das Problem auch an diesem Bot. Waffen oben und Waffen unten bedeutet, man kann schwer in die Luft schießen. Man hat dann immer dadurch einen Nachteil. Also am besten geradeaus auf einer Ebene schießen, dann treffen wir alle Waffen. So, ich nehme mir den hier vor, weil... Oh, unser Team verreckt. Das ist nicht cool. Ja, gucken wir uns mal weiter um diesen Bomber hier. Das ist unser bestes Ziel. So. Ah, fucking Regenerator, schreibt da einer. Gegnerteam oder unser Team? Wer ist der fucking Regenerator? Das sieht nicht gut aus. Tja, man könnte jetzt schon sagen, ich bin zumindest... wir haben schon Gleichgewichtsprobleme, weil uns ein Hoverblade fehlt. Die Hoverblades müssen wir noch ein bisschen besser verteidigen. Wie man hier sieht. Seitlicher Schaden tut uns sehr weh. Eieiei. Ja, tötet mich. Das können wir auch noch machen, einen Injector Seed einbauen. Das zeige ich auch nochmal, wie das geht. Da habe ich erst letztens ein paar Designs und Tests mitgemacht. Ist jetzt auch schon in meinen neuen Bots drin, ein guter Injector Seed. So, dann fangen wir mal an. Erste und leichteste Änderung und wichtigste Änderung ist erstmal an den Sitz zu gehen. Und hier ein Triforcing einzubauen. Nachträglich immer so eine Sache. Aber dafür benutzen wir definitiv TX-Steine, weil dieser Bereich eines Bots ist der kritischste und darum kommen da TX-Steine zum Einsatz. So, das ist natürlich jetzt das einfachste Triforcing und man ist natürlich alternativ immer noch direkt miteinander verbunden. Das ist allerdings nicht gut genug. Deswegen bauen wir hier noch solche Prisms ein, die links und also vorne und hinten miteinander trennen.
voneinander trennen. Dann muss man noch irgendwie unter dem Bot das Triforcing weitermachen. Es ist jetzt natürlich schwer hier umzudenken. Ich mache jetzt erstmal die hier wieder weg, ehrlich gesagt. Und baue hier nochmal zwei Prisms ein. So, jetzt haben wir schon ein gewisses Triforcing erreicht. Aber noch nicht gut genug für uns. Wir machen das noch ein bisschen weiter. So, erst an dieser Stelle ist das gut. Hier machen wir so. Dann ist jeweils hier und da verbunden. An den Seiten und nicht nach vorne. Und hier hinten machen wir das einfach gleich. Hierhin und dahin. So, auf diese Weise ist das dann alles miteinander verbunden. Ich werde dann dafür sorgen, dass hier können massive Klötze jeweils hin. Wobei wir nehmen über dem Sitz keine massiven Klötze, sondern wir nehmen Inner Cubes, weil Inner Cubes einfach leichter sind. Brauchen wir ein paar von. Und hier habe ich auch nicht mehr viele von, so. Cubes werden übrigens nach dem Meta-Update günstiger. Ich kaufe sie trotzdem, wenn ich sie brauche. So, man sieht das hier nicht. Also über dem Sitz alles mit Inners machen, wo es geht. Und unter dem Sitz volle Cubes nehmen für mehr Gewicht. So. Wollen wir natürlich weitermachen. Und ich mache so weiter. Naja, so ist es ja miteinander verbunden. So machen wir weiter. Dann setzen wir dies hier nach dahin. Weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich vielleicht nicht einen Fehler gemacht habe. So rum machen wir das. Aufgrund der Tatsache. Tatsache werde ich gleich nennen. So, dass wir seitlich, wenn ich das jetzt so bauen würde, dass das nach vorne nicht getrennt ist, kann man seitlich hier gegenschießen und der Schaden geht direkt in meinen Sitz. Das will ich aber nicht. Ich will, dass der Schaden nicht in meine Sitzcubes geht. Erst mal woanders hingelenkt wird. Nach dahin und dann erst Richtung Sitz. Einfach nur, um den Weg zu verlängern, der Richtung Sitz geht. So, das wäre eigentlich das Triforcing, glaube ich. Gibt natürlich verschiedene Arten, das zu machen. Verschieden gute. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die beste Methode genutzt habe, diesen Sitz ein Triforcing zu geben. Aber ich denke, sie ist schon recht gut. Man sieht, dass hier ein gewisser Informationsstopp ist von hinten und vorne. Das ist natürlich sehr praktisch dafür, dass man nicht einfach mit einem Schuss die komplette Verbindung kappen kann. Was ich dann noch machen werde, ist, jetzt wo die Verbindung hier schwächer geworden ist, um den Sitz herum hier drunter noch stärker zu werden. Ich habe ja hier jetzt einiges verloren. Und ich wollte ja sowieso, hier sieht man sie, die Cubes, die den Sitz verbinden. An der Stelle muss ich auch ein wenig abbauen. So. Und machen wir nochmal so. Und ich baue hier jetzt eine etwas stärkere Plattform auf. Na, da ist was im Weg. Man sieht, man kann nicht immer alles in Planung haben. Wenn man so einen Bot verändert. So. Dann hier noch ein paar Tetras ran.
Fertig ist das Ganze. Jetzt ist der Unterbau deutlich stärker. Jetzt könnte man gucken, was man hier noch alles verändern kann. Mir gefällt zum Beispiel jetzt das nicht mehr. Und das ist leider im Weg. Da setzen wir also ein Prisma rein. Sieht aber auch nicht gut aus irgendwo. Vielleicht passt ein Inner. Nein. Ändern wir das. Jetzt, wo wir diese Sache hier stärker machen, können wir auch gleich die Waffe ein wenig rausholen. Beziehungsweise machen wir das hier zu. So, hier sind wir quasi unter den Hoverblades. Hier benutzen wir schwere Cubes. Es wäre natürlich schön, wenn das Hoverblade hier noch ein bisschen angehoben wäre. Und am besten hier unter das Schild. Das werden wir gleich einfach mal machen. Verstehe gar nicht, warum das nicht von vornherein so ist. Also verändern wir jetzt noch ein bisschen mehr an diesem Bot hier. Ich denke doch, das passt unser Schild, ne? Diese Ärmchen hier sind auch gar nicht so toll. So, das sieht doch gut aus. Oder weiter nach vorne. Ja, weiter nach vorne. So sind sie deutlich besser versteckt. Deutlich besser angebracht. Weiter außen zudem noch. Man könnte dann diese Hoverblades immer noch lassen. Und durch die höhere Anzahl Hoverblades eine höhere Sicherheit haben. Was mir nicht gefällt bei den Hoverblades, die sind beide an denselben Punkt angebunden und gehen dadurch auch schneller verloren. Also lassen wir das. Hier machen wir dann massiv. Nach dem Vorbild von vorhin. Einfach schwer. Hier machen wir noch ein bisschen breiter. Verstecken jetzt total unsere Hoverblades unter dem Kleid hier. Sind wir noch massiver. Da ein Tetra. Weil ich möchte, dass der ungefähre Look noch erhalten bleibt. Hier habe ich mich gefragt, warum kein Inner Cube. Wo Rose vorher doch so schön auf Design achtet, hat er hier eine eckige Kante gebaut, anstatt etwas Rundes. Was mich doch ein bisschen verwundert hat. Bei seinen Ansprüchen, was Optik angeht. Aber das kann eigentlich so bleiben hier. Ihr seht, das sieht sehr viel massiver aus. Und deutlich schwerer nach unten hin. Dieses Hoverblade hier ist auch relativ weit unten. Und auch nicht unter dem Schild platziert. Aus irgendeinem Grund. Das kriegen wir auch noch hin. Müssen wir eins nach hinten gehen und dann hoch. Nehmen wir das hier alles weg. Noch eins rein. Genau an diese Stelle hier. Ihr seht, das sieht hier wunderbar versteckt aus. Machen wir hier auch dicht und zu. Alles, was quasi unter den Hoverblades ist, schön dicht bauen. Jetzt liegt mir das Schild seitlich ein bisschen zu offen. Darum, da baue ich auch schon mal mein erstes Triforcing ein. Und zwar ganz simpel, indem ich das so stelle, habe ich da schon Triforcing drin. Muss aber zu sagen, dass ich leider erstmal das hier stellen muss, um dieses Gerät hier so aufzustellen. Und dann von hinten ran. So. Ihr seht jetzt zwar nicht mehr, ich kann das mal wegmachen. Hier ist das Triforcing eingebaut, das heißt, der Schaden wird von dem Block nicht mehr in den transferiert.
Und das Schild bleibt auf diese Weise länger erhalten. Na, diese hier. Genau so. Das fällt gar nicht auf, bringt aber schon enorm was. Also, weiter. Hoverblades. Die kann ich auch einfach kopieren, anstatt sie rauszusuchen. Da kommt ein Hoverblade rein. Da machen wir ein Tetra hin. So, auch wegen der Form, Schönheit und Zusammenhalt. Hier machen wir auch entsprechend dicht. Man muss auch sagen, ich könnte auch genauso gut hier entsprechendes Triforcing anbringen. Nämlich so. Wobei ich, glaube ich, da eher von hinten Schaden bekomme. Deswegen ändere ich da mal die Taktik ein wenig. Und baue das Triforcing so andersrum ein. Um mich quasi von hinten zu schützen. Hier musste ich jetzt anders verwenden, weil das hier sind Cubes. Die sind über meinen Hoverblades. Das bedeutet, ihr Gewicht sorgt dafür, dass ich mich leichter umdrehe. Ich könnte mich dazu entscheiden, diese Cube so aufzubauen, dass sie optisch nicht so weit in Rose Falls Design eingreifen. Indem ich sie von oben anbringe und die abgenommene Seite nach unten zeigen lasse. Das geht dann ungefähr so. Seht ihr das? Jetzt besetze ich einfach alles mit diesen Cubes. Später kann ich dann wegnehmen, was ich vielleicht nicht haben will. Was vielleicht zu viel ist. Das sehen wir dann. Wir nehmen jetzt die weißen Cubes weg. Ich habe die weißen genommen, weil ich dann genau erkenne und immer weiß, was jetzt noch gebraucht ist und was nicht. So, das sind jetzt alles Inner Cubes. Ich könnte zum Beispiel auch noch weiter einsparen und hier noch Prismen benutzen. Haben momentan noch denselben Effekt. Nur, dass sie in Zukunft schwächer werden. Hier machen wir auch einen kleinen Bruch. Oder machen wir es so. Na, wie machen wir hier? Hier machen wir einen Inner. Nee, das ist komisch. So kann man es nicht sehen. Ja, alles klar. Das sieht deutlich stabiler aus. Hier möchte ich noch was ändern. Hier kann ich ruhig noch ein bisschen weiter drüber bauen. Bekomme so noch besser meine Hoverblades geschützt. Und auch eine gewisse Verbindung nach vorne, die nicht zu unterschätzen ist, von dem Nutzen her. Das geht nicht. Na, was geht denn dann? Hier geht vielleicht ein Tetra noch, ja. Und hier sollte noch sowas möglich sein. Auch ist das hier noch ein wenig leer hier unter dem Schild. Werde hier, da wie ich hier auf Hoverhöhe bin, wie ich jetzt mal so sage, noch die leichten Inners benutzen. Na? Möchte es verstecken. Hier kann ich dann immer noch Waffen anbringen.
ist immer noch komplett gut zugänglicher Punkt zum Anbringen solcher Waffen. So, passen da noch die Schilde hin oder habe ich es mir gerade verbaut? Ja, ein bisschen verbaut. Und da auch. Tatsächlich. Gucken, ob ich da noch was anderes anbringen kann, wie ein Tetra oder so. Dafür müssen die aber jetzt mal kurz weg. Nee, ich glaube nicht. Jetzt werden die Hoverblades nämlich wieder keinen Platz finden. Die jetzt absolut versteckt sind. Nee. Also. Na, was stört denn jetzt hier? War doch eben noch alles in Ordnung. Das ist ja eigenartig. Habe ich das nicht eben schon so gebaut gehabt? Kann mir doch keiner erzählen gerade. Warum passt denn das jetzt nicht mehr? Also Menno. Ist aber nicht cool. Was macht denn das Roswell Design mit mir hier? War das so? Passt eigentlich so perfekt da auf die Weise rein. Nee, es war nicht so. Es war definitiv so. Dann mach einen kleinen Cut. Ich guck mal eben, was das ist. Was ich jetzt eben falsch gemacht habe, warum das nicht mehr da reinpasst. Obwohl das eben alles ging. Bis gleich. So, ich habe einen Fehler gefunden. Tatsächlich war die... Das Hoverblade nicht so rum angebracht, sondern so rum angebracht. Also zumindest glaube ich das jetzt inzwischen. Ich bin mir nicht mal sicher, ehrlich gesagt, aber das wird es wohl gewesen sein. Das ist jetzt die Anbringung. Hier könnte man sogar noch Prisma setzen, glaube ich. Nee, nur ein Tetra. Dann gibt es halt ein Tetra. An der Stelle wünschte ich mir an, auch das so verbinden zu können. Ja, das ist sogar noch besser dann. Besser geschützt. Schade, dass man hier kein Inner Cube setzen kann. Aber man kann ja nicht alles haben. Auch aus optischer Sicht wäre das schön. So. Bis jetzt hat sich der Rosefall optisch kaum geändert. Was, finde ich, gut ist. Er ist deutlich tankiger geworden. Und wir müssen langsam überlegen, ob wir noch genug CPU haben für Waffen. Wir haben ein bisschen dieser TX-Steine benutzt. Wobei ich muss doch sagen, ich glaube, ich benutze auch ein paar mehr von den TX-Steinen. Na, das ist jetzt alles gut. Kann man kaum zielen, die Dinger. So geht's am besten. Das hält dann nochmal deutlich mehr aus. Und auch wollte ich einen Ejector Seat einbauen, das habe ich hier vergessen gerade. Dafür mache ich hier einen kleinen Cut. Und da hinten einen kleinen Cut. Und dieser Stein hier, der muss weg. Und an den Stellen kommt dann... Da-da-da-da, Movement, Thrusters. Und zwar T2s. Die passen nämlich immer hier rein, wie sie wollen. Man könnte sie jetzt so aufstellen. Na. Und sie quasi nach oben und unten gucken lassen. Das habe ich bei den anderen Bots so gemacht. Einmal so und so. Dann hat man zwei Richtungen, in die man gehen kann. Je nachdem, wie jetzt der Seed am Ende liegt. Ich könnte allerdings auch ein Cube nehmen. Der braucht noch ein bisschen mehr Platz, dieser Aufbau dann. Den so hochstellen. Und darauf einen Thruster nach vorne machen. So würde das noch zusätzlichen Schub geben. Und zwar 29 kN. Verglichen mit einem großen Triebwerk T10 ist das schon deutlich weniger. Aber es ist etwas. Infight würde uns, glaube ich,
ein solches Thruster wenig bringen. Aber ich glaube, wir machen eine Mischung daraus. Einen Thruster nach oben und einen Thruster nach vorne. So können wir uns wahrscheinlich maximal bewegen, wenn wir fliehen müssen. Hier machen wir wieder zu mit einem Inner Cube, weil wir sind hier auf Hoverblade Level. Können wir allgemein ein paar von den Inner Cubes mal setzen. Wir haben hier einige in tief innenliegende feste Cubes hier. Und wir können die jetzt alle noch ersetzen mit Inner Cubes. Dadurch werden wir halt leichter. Hier ist auch alles feste Cubes. Ihr seht, wie massiv so ein Rosefall-Bot in sich drinne eigentlich ist. Es ist schon eine ganze Menge. Oh, das richten wir nach innen aus. Für die Optik. Und die Dinger wird eh nie wieder ein Mensch sehen. So. Halt, ich bin zu weit gegangen. Auch hier bin ich zu weit gegangen. Da kommt jetzt wieder der Sitz rein. Den machen wir dann auch wieder konsequent zu. Na, so weit geht's nicht. So auch nicht. Er sieht schon sehr offen aus, der Sitz. Gucken wir mal, dass wir das alles geschlossen kriegen. Mir gefällt das nämlich nicht so. Den machen wir doch mal andersrum. Weil auch wenn der Sitz nicht direkt beschädigt werden kann, die Blöcke darunter werden automatisch beschädigt, wohl wenn der Sitz einen abbekommt. Entsprechend bauen wir das zu. Kleines Luftlöchlein habe ich dann noch. Darauf kommt dann die Waffe. Der leere Cube vor der Waffe dient quasi als Triforcing, indem der Schaden, der gegen diese Waffe abgeschossen wird, erst hier trifft und dann durchgelenkt werden muss. Darum ist es eigentlich noch ganz gut. Es ist quasi kein Triforcing, sondern Spaced Armor nennt man das. Wenn man quasi einfach eine Lücke lässt. Spaced heißt so viel, man hat Platz irgendwo zwischen. Was heißt das übersetzt? So, hier meine Blades, ne, direkt am einen Cube miteinander verbunden. Das haben wir hier, glaube ich, jetzt inzwischen überall. Muss ich doch mal eben checken. Beziehungsweise bei denen nicht. Aber bei denen vielleicht auch schon. Nee, ja, ist alles in Ordnung. Da bauen wir mal die Hoverblades wieder ein. Aber die vorderen machten mir gerade Sorgen. Bei den vorderen habe ich gerade... Hä? Ja, er hat die Blades weggenommen. Ja. Befürchtung stimmt, ich habe sie direkt an der Mitte verbunden, dadurch, dass ich weiter reingeholt habe. Was ein Nachteil ist, wenn diese Geräte weggeschossen werden, vom Plasma werden sie getroffen und wieder durch die Schildersecke abgebaut, das ist bescheuert. Naja, durch das Plasma werden sie getroffen und der Cube wird zerstört statt das Modul selber und ich verliere vorne beide Hoverblades. Das ist natürlich bescheuert. Man darf auch nicht vergessen, ich habe hier vorne noch ein Hoverblade drin, aber das ist so tief in dem Bot drinne, das lasse ich da einfach. Ich könnte versuchen, dasselbe hier zu machen, dass ich die Blades einfach so rum aufbaue. Dadurch haben sie quasi maximalen Schutz von vorne, weil sie gar nicht erst behelligt werden. So, gucken, was ich hier machen kann. Noch ein Inner Cube. So werden sie nochmal besser beschützt. Was ja schon fast unmöglich sein sollte, so gut sind die beschützt. Unglaublich gut. So. Setzen wir die Platten wieder drauf. Hoffentlich passt das. Nee. So. Wir haben immer noch diese beiden Verbindungspunkte hier für Waffen. Wir könnten zum Beispiel direkt, wenn wir jetzt nicht Plasma nehmen würden, sondern Heilerwaffen,
Oh, seid ihr da unten? Man könnte sie direkt hier anbringen. Hätten dann aber kein beschützendes Dry-Forcing davor. Hier stört leider die Elektroplatte. Das können wir jetzt nicht so einfach ändern. Man könnte eigentlich die Elektroplatte auch weiter reinholen, oder? Wenn wir das tun würden, dann hätten wir ein wunderbares Gehäuse für die Triebwerke. Man hätte den Bot noch schlanker gemacht. Es würde aber wohl nicht zusammen mit diesen Havern hier passen. Nee. Darum lassen wir das jetzt einfach so. Dauert ja dann noch ewig, glaube ich. Wenn wir das jetzt auch noch ändern würden. Also, egal. Was wir wohl machen müssen, ist hier noch ein paar Steinchen aufbauen. Für die Havas, sowie auch für das Schild vorne. Dass das nicht so angreifbar ist. Machen wir das hier noch ein bisschen breiter. So. Das ist eigentlich unter Hava-Level. Das bedeutet, wir können ruhig massiv bauen. Aus dicken Steinen alles. So, ist der Hava-Blade nochmal besser geschützt wieder. Das Schild ist auch besser geschützt. Beziehungsweise der Anbindungspunkt des Schildes. Das Schild selber absorbiert anscheinend den Schaden so oder so, egal wo es getroffen wird. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist egal. Es ist nun mal so. Das hier möchte ich noch irgendwie besser haben. Sagt mir optisch nicht zu. Das jetzt auch nicht so ganz. Also lassen wir es einfach so. So ist es auch ansprechend irgendwo. Leichtbauweise, Leute. Wir sind ja hier wieder über den Havas. Hier können wir wieder ein bisschen Gewicht sparen. Was man nicht sieht, macht einen nicht heiß. Auch an der Stelle hier. Selbe Prozedere. So. Einfach ein paar Inners, wo vorher massive Sachen waren. Lass mal schauen, wie das Ding jetzt sich bewegt. Es ist insgesamt schwerer geworden, aber an den richtigen Stellen. Und es ist leichter geworden, auch an den richtigen. Wir haben doch schon Masse gewonnen. Aber bewegen uns immer noch schnell daher. Es dürfte jetzt schwerer sein, dieses Gerät umzukippen. Und ich behaupte eigentlich, kein guter Hoverbau zu sein. Eher das Gegenteil, wie ihr wisst. So, ihr seht, das hat gut geklappt, oder? Schauen wir mal, wie die Steigfähigkeiten dieses Hovers sind. So. Vergiss nicht, wir haben auch ungefähr 30 kN mehr Schub nach vorne. Zu den 600 Quast, die wir jetzt schon hatten. Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist da. Vor allem ist es ein Backup-Schub nach vorne, sobald hinten die Triebwerke weg sind. Und auch ein Ejector-Seat. Auch haben wir Schub nach oben jetzt, wenn wir wollen. Leichten Schub. Was ich noch ändern wollte, und das muss unbedingt geändert werden, sind die Triebwerke. Diese sind momentan nach außen hin befestigt, anstatt zum Beispiel nach unten hin befestigt zu sein, was schon besser wäre. Am allerbesten wäre es allerdings, wenn die irgendwie von innen her befestigt werden würden. Sagen wir mal, hier hat man wieder mal massive Steinchen. Verstecken wir sie mal wieder. Irgendwo, wo wir sie nicht sehen. So, genau. Und dann machen wir noch Tetra dran, so.
Und da versuchen wir mal jetzt einfach diese Triebwerke anzubringen. Das hat dieselbe Funktion, ist aber nicht so leicht abzuschießen, als wenn sie an diesen Steinen befestigt sind. Diese Steine hier sind die ersten, die ihr verlieren werdet, auch wenn da ein Schild vor ist. Diese Steine hier wären besser geeignet. Man muss natürlich dann jetzt noch diese Steine beschützen. Momentan sind sie nur hiermit verbunden, was recht wenig ist. Und verbinden können wir sie aber immer noch zusätzlich an dieser Stelle hier mit einem weiteren Tetra. So etwa. Und dann noch ein gewisses Triforcing zum Schutz einfügen. Wir werden diese Triebwerke noch irgendwie ummanteln, weil ich habe sie falsch rum eingebaut. Was auch noch möglich sein sollte, ist, sie weiter reinzuholen. Oder nein, hier kommt schon etwas anderes. Ja. Ne, das geht also doch nicht. Wir werden sie da haben müssen. So, man sieht, ich hätte auch ohne diesen Trick diese Sachen ebenso aufbauen können. So, auch habe ich jetzt den Teil hier und diesen Teil miteinander verbunden, was vorher auch nicht war. Was auch noch fehlt, ist ein Triforcing an der Stelle. Ich lenke schon wieder ab. Wie will ich das Triforcing haben? Ich möchte es gerne so haben. Nach vorn und außen hin nicht verbunden. Simpelste Art und Weise, Triforcing nachzuholen, wie gesagt. So, auch diese Steinchen hier. Ich mache sie mal so. Beschützen meine Thruster zusätzlich. Na. Na, darauf kann man verzichten. Und daraus machen wir diese hier aus optischen Gründen. Ja. Irgendwie muss ich das hier noch verbessern. So machen wir das. Ein Schuss von hinten wird erstmal nicht diesen Cube treffen, sondern hier runtergeleitet werden. Und leider diesen Cube treffen, der dann zu diesem Cube führen könnte. Aber es ist ein längerer Weg. So haben wir jetzt etwas beschützt. Jetzt habe ich ja nur noch ein paar CPU frei. Ach ja, was auch noch leicht zu machen ist, ich habe ja hier die Waffen-Hardpoints. Diese Hardpoints, die kann man sich eigentlich immer leisten, aus TX-Stein zu machen. Das ist ja nicht allzu schwer. Auch sind sie wieder leichter. Dann haben wir wieder Gewicht gespart an der richtigen Seite eines Bottes. Huch, irgendwie habe ich jetzt viel mehr Platz als vorher. Gut, dann setze ich hier. Da mache ich jetzt ein Triforcing rein. Das auch ein simples Triforcing ist einfach nur, ne, so eine Schräge einfach so reinzusetzen. Man sieht sie nicht, aber der Schaden wird nicht hierhin weitergelenkt. Einfaches Triforcing zum Nachholen. Dann mag ich nicht, dass diese Spitze hier angehoben ist. Sie ist teilweise im Weg von der Waffe, wenn ich schießen möchte. Die eigentliche Spitze selber hat auch wenig Funktion. Sie ist quasi nur ein kleine Blockade für ein wenig Schaden von vorne. Hier drunter ist das Hoverblade-chen.
Aber darauf können wir verzichten. Glass Cubes können wir eh drauf verzichten. Was sollen die denn bitte schon bringen? Die können nur leuchten. Da haben wir nichts von. So, jetzt haben wir das so. Machen wir hier noch ein bisschen. Packen wir da noch ein bisschen was dran. Ne? Sorgen wir dafür, dass das hier zu ist. Hier könnten wir auch noch eine Waffe dran befestigen. Ganz, ganz easy. Man nehme einfach an der Stelle dann eine Heilerwaffe. Plasma geht nicht seitlich. Oder zwei SMGs. Passt hier wunderbar dran, ne? Haben wir wieder Gewicht verloren, was oben war. Hier packen wir noch ein paar dieser schönen Inners ran. Dann brauchen wir ein paar neue. Kostet ja nichts, Leute. Für den optischen Effekt kann man auch hier an der Stelle einfach ein TX-Steinchen benutzen. Das suggeriert dann so ein Cockpit-Design. Wenn man es denn gerne hätte. Wirklich, das Geld wert wäre es nicht, oder CPU wert. Aber jedem das sein. Ich lasse es jetzt erstmal da. Nun haben wir noch einige CPU frei. Müssten wir eigentlich wieder Waffen platzieren. Wir könnten hier vorne zum Beispiel noch eine zusätzliche Waffe dran machen. Könnten wir natürlich nach vorne hin schlecht schießen. Wir müssten dann uns immer seitlich drehen zum Schießen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was der Bot am besten kann eigentlich. Wenn wir dann hier unten diesen Bereich noch nutzen, um Waffen anzubringen. Wie in einem Kanonenschiff. Sind da schon eine ganze Menge fiese Guns, ne? Hier natürlich auch diese Steine drunter benutzen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die magische Zahl bei Plasma ist. Aber man kann definitiv auch eine Überzahl von Plasma haben und daraus einen Mehrnutzen ziehen. Aber ich würde sagen, das waren erstmal die Änderungen, die ich unbedingt machen wollte. Abgesehen davon, dass ich noch nicht alles an CPU ausgenutzt habe. Da fehlt noch ein wenig. Also machen wir uns noch ein bisschen was hier hin. Machen wir hier noch ein wenig mehr Fleisch dran an die Rippen. Das ist alles unter den Hover-Level. Somit massiv ist gut. Weil hier ist es nicht mehr gut. Na, können wir hier noch was machen? Nein. Das scheint es gewesen zu sein. Ja, war das alles? Ich würde sagen, ich kann das hier auch noch stärker machen. Hier ist ein Hoverblade versteckt. Und entsprechend geht hier sehr viel Schaden hin. Also machen wir hier nochmal einen TX-Stein hin. Für das Hoverblade. Und machen das hier noch ein bisschen beefier. Beefig ist gut. So. Jetzt hat die Front auch noch deutlich mehr Cubes zum Zerschießen anzubieten.
Das macht man wieder weg. Das ist ja nur für Leute, die eine Waffe anbringen wollen, erstmal. Immer noch nicht die CPU wirklich ausgenutzt. Was machen wir darum? Deswegen jetzt. Wir könnten irgendwo an irgendeiner Stelle noch einen Thruster unterbringen. Man könnte mittig einen unterbringen unter dem Hover. Hier an dieser Stelle irgendwo. Na, da will ein bisschen mehr Platz haben. Der Gute. Den kriegt er auch. Wobei, ich setze hier noch eins weiter rein. Baue das ein wenig ab. Wir wissen, wir haben da verdammt viele Cubes an der Stelle. Es ist nicht so, als hätten wir da zu wenig. Wir waren eben in dem Bot drinne. Der hat unglaublich viel, viele Cubes an der Stelle. In sich drinne. So schnell geht er da uns nicht abhanden. So. Und der Thruster T10. Da ist er. Und sagt Hallo. Das hier können wir dann auch wieder ein bisschen abbeefen. Machen dann die Schrägen so um den Thruster herum. Jetzt haben wir dann auch die Möglichkeit, das endlich hier anders zu befestigen, zu verstärken. Jetzt, wo wir hier massiv und dicht sind. Ich würde sagen, an der Stelle eine massive Wahl. Na, dann lassen wir das so. Das ist jetzt unser neuer Look. Na, was machen wir hier? Soll das sexy aussehen alles? Machen wir hier noch ein Tet rein. Ja. Das ist er. 20 CPU haben wir noch frei. Und wir haben jetzt oben 5. Unten 3 Waffen. 8 Waffen dran. Ne? Damit kann man eigentlich alles niederschießen. Wir haben einen Thruster mehr. Hoverblades haben wir nicht mehr, aber wir haben sie weiter innen. Und besser beschützt. Ja, mal einfach ein Game machen. Testen muss ich das nicht. Ich bin mir sicher, ich hatte da Erfolg mit. Das sind ja auch nur Veränderungen. Anfangs habe ich immer gesagt, testet bloß immer euren Bot. Aber man weiß ja inzwischen, was man machen muss. Ich erwarte keine Überraschungen an der Stelle. Ich habe vergessen, den umzubenennen. This Pegasus is beefed up. Beefed up, verdammt. Der ist auch schon mal deutlich stärker. Wunderbar. Damit werden wir jetzt unsere Feinde vernichten gehen. Ich persönlich würde dieses Gefährt eher auf SMG oder Heiler umrüsten. Wahrscheinlich mache ich Heiler, einfach nur weil es leichter drauf passt. Und es ist vor allem im etwas seitlich schießen gut. Dann werden alle Kanonen schön schießen können. Wie ein Schlachtschiff. Mal gucken, ob wir auch noch flanken können, wie wir es gewohnt sind. Warum eigentlich nicht? Immer noch kein guter Plasmaspieler.
Ich versuche mein Bestes. Und nichts getroffen, wirklich. Ja, der hier, den müssen wir noch treffen. Nein. Kann der sich nicht so bewegen, dass ich ihn treffen kann? Ja, ein Opfer, oder? Oh, da kommt er. Mega. Komm. Den versuchen wir doch. Der bietet sich so an. Im letzten Moment ziehe ich immer hoch und schaffe es dann hochzuschießen, anstatt ihn schön zu treffen. Oh, das hat wehgetan. Er hat den Jack das Ziel. Er will abhauen. Er will abhauen. Es sei ihm gegönnt. Oder auch nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Immer verziehe ich. Das liegt daran, dass der Boden hier uneben ist. So, wenn man ein bisschen wartet, dann geht das auch. Ich glaube, ich soll ein bisschen auf die Heiler gehen. Man sieht auch, ein Treffer, der bringt mich gleich nicht so aus der Ruhe wie beim letzten Mal, wo ich gleich eine Schräglage bekommen habe. Einfach nur mehr Steine an wichtigen Punkten aufgestellt. Und auch ein guter Ratschlag ist, hin und wieder sich immer zu drehen, wenn man an solchen Plasma spielt. Aber der nervt mich. Vor allem, weil ich ihn nicht treffe. Wie so ein Kacknub. Komm her. Na gut, ich bleib an den leichten Zielen. Der lebt immer noch. Der gehört uns. You got owned, dude. Ach, unglaublich. Nee, nee, so kann ich es nicht lassen. Ich muss ihn... Hab ihn nicht bekommen. Ich gebe mich mit einem SMGler an im Nahkampf. Das ist eigentlich keine gute Idee. Er ist nämlich deutlich im Vorteil, was den DPS angeht. Ah, meine andere Seite ist stärker. Ich muss sie drehen. Wo bleibt mein Team? Ich dachte, wir wären alle irgendwie da in der Nähe. Jetzt habe ich keine Waffen mehr. Und das waren immerhin 8 Stück. Ihr seht, die Hammerblade besser zu verteidigen war die richtige Entscheidung. Das ist auch die richtige Entscheidung, die Sexiness von Rosefalls Design beizubehalten irgendwo. Es wäre zu schade, den einfach effektiv, aber unschön zu machen. Damit würde ich seine Baukunst einfach nicht genug ehren. Ach, ich bitte dich, heil mich doch einfach. Killgeile Sau hier. Jetzt habe ich die ganze Zeit keine Waffe. Na los, tu deinen Job. Schrecklich, dass man darum bitten muss. Was, wir brauchen ein vernünftiges SMG. Was macht denn der da hinten? Immer noch keine Waffe bekommen. Was versucht der eigentlich? Der kann doch eh nicht was gegen diesen Bomber machen. Warum bleibt er nicht schön bei mir? Ah, okay, jetzt. Das ist so ein Drohnending. Wie man sie in letzter Zeit vermehrt sieht. Ah, hat er ihn runtergeholt? Komm her, du. Es ist nicht der letzte. Es leben noch 3 Leute von denen. Was muss man sich mal reinziehen? 3 Leute von denen. Oh mein Gott, ein Medic. Das ist eine interessante Entdeckung. Wenn die sich jetzt verbünden die ganze Zeit, dann kann das noch lange dauern. Deswegen muss ich das beenden unter allen Umständen. Dammit. Ab nach Hause. Ah, komm. Give it to me. Ja, bin wieder im Geschäft. Mit einem Plasma kann man auch einen Heiler ziemlich auf die Pelle rücken. Könnte man theoretisch länger bei dem Heiler bleiben. Der scheint nämlich Probleme mit seiner Steuerung zu haben. Ja, er beschwert sich auch schon. Ja, tut mir leid. Aber es geht nicht alles um dich. Es ist
Komm. Oh, das hat wehgetan. Aber er ist immer noch in der Luft. Und das Ding ist schrecklich, als Plasma zu besiegen. Vielleicht können wir den einfach ein bisschen platt machen. Ich meine, wenn der den nicht mehr hat, dann kommt er auch nicht mehr weiter, oder? Lass unser Megaplasma in Ruhe. So, schön. Das ist ein spannendes Battle. Und wäre ich nur besser mit diesem Plasma? Na komm. Dann wäre das auch schon entschieden. Das war ein schöner Treffer. Aber jetzt brauche ich dich. Okay, verdammt. Wenn der das gewinnt, dann schrei ich. Vielleicht hätte ich mich doch nur heilen lassen sollen. Diese verdammten Drohnen, ne? Ich finde sie absolut nervig. Geh weg. Dammit. Deine Mutter benutzt Plasma. Dammit, nein! Ah. Ich kann mich immer noch bewegen, Dude. Bin immer noch da. Nein. Ja, so viel dazu. Episches Battle mit dem Beefed Up Rosefall Bot. Das sind vielleicht noch nicht alle Änderungen. Ich werde vielleicht auch ein MK, ne, neue Version machen. Das ist nämlich jetzt der Beefed Up Pegasus. Aber vielleicht arbeite ich noch weiter dran und sehr wahrscheinlich mache ich noch andere Dinge damit. Und dann wird das vielleicht auch mal im Let's Play oder in einer neuen Folge gesehen. Eine wirkliche Bauanleitung muss ich nicht dazu machen, denke ich. Ich glaube, wir kommen auch ganz gut ohne komplette Bauanleitung hier zurecht. Ihr könnt dieses Video benutzen dazu und auch die ganzen Bautipps hier rausziehen und eure eigenen Schlüsse vielleicht daraus ziehen, warum ich das so gebaut habe. Hier kann man noch ein bisschen was besser verbinden. Ja. Das war's soweit von mir. Ich bin Borossa von Pixel Beef. Bis zum nächsten Mal. GG.